Let's see. Wer bist du denn? Ein Baby. Hat es Bisswunden? Eine kleine. Ein verletztes Kaninchen wird gebracht. Da ist etwas Blut. Hallo, pelziger Freund. Gestern Abend räumten meine Tochter und ich gerade den Tisch ab, als wir einen Schrei hörten und die Katze ein Babykaninchen brachte. Wir müssen dich erstmal aufwärmen. Und rasieren. Beeil dich. Man muss sich das so vorstellen, als ob einen plötzlich ein riesiges Monster packt und wegschleppt. Das Baby ist traumatisiert, verletzt und blutet. Keine Wärme und keine Muttermilch mehr. Es ist nicht leicht, so kleine Kerlchen wieder auf die Beine zu kriegen. Aber wir werden unser Möglichstes tun. Hier ist eine Bisswunde. Ich will sicher gehen, dass die Brust unversehrt ist. Armes Ding. Ich glaube, es ist nur oberflächlich. Ja, aber der Muskel ist betroffen. Das Baby hat nur eine kleine Wunde, aber es ist trotzdem ernst. Du brauchst ganz schnell Wärme. Ja, ich weiß. So klingt Ferguson auch, wenn er Hunger hat. Nein, ich bin schlimmer. Wir basteln dir mal schnell was, damit dir wieder warm wird. Säugetierbabys müssen immer warm gehalten werden, weil sie ihre Körpertemperatur noch nicht selbst regeln können. Sobald die Temperatur unter ein gewisses Maß fällt, sind sie unterkühlt. Hey! Gut machst du das. Na also, das hast du gebraucht. Jetzt steigt dein Blutzucker wieder. Noch mehr? Teamwork ist was? Traumhaft. Genau. Der Blutzucker ist jetzt wieder höher. Es hat eine oberflächliche Wunde, die wir behandelt haben. Aber jetzt kommt der schwerste Teil. Das Aufpippeln. Meine Tochter und ich werden es großziehen. Sie meinte, ich wollte schon immer ein Babykaninchen. Fühlen Sie mal, so warm sollen die sein. Erst dann füttern. Vielen Dank. Gern geschehen. Seht mich an. Umwerfend, was? Was denn? Komm her. Ihr zwei wieder. Wie ein altes Ehepaar. Meine Güte. Wir behandeln beide alle Patienten, außer man fragt explizit nach dem Kerl mit der Glatze. Oder dem Iro. Exakt. Oder dem Gutaussehenden. Mich.